Mal schauen, was das kostet. 100 Bucks? Auf gar keinen Fall. Bäckerier? Pizzeria? Wow, wow, wow. Jetzt ist er eine Spinne? Haha, hier kommt. Was? Der springt sogar auf den Tisch. Okay, hier. Das ist komplett random. Ich bin hier reingegangen, um da wieder rauszukommen. Soll das ein Witz sein? Da muss er jetzt erstmal komplett durch den Wald. Der findet mich eh nicht. Haha, ich bin einfach ein Genie. Was geht, Leute, und herzlich willkommen. Heute bin ich in der Pizzeria eingesperrt und da versuche ich zu entkommen. Mal schauen, ob ich es schaffe oder unter die Pizzarolle komme. Mal schauen, da bin ich jetzt mega gespannt. Natürlich versuche ich beim Entkommen so viele Pizzascheiben mitzunehmen wie möglich. Ah, hier sieht man schon, ich bin erstmal in dieser eigentlich recht... Ja, okay, ich wollte gerade sagen... Ja, okay, sagt's nicht. Ich wollte sagen, in der recht schönen Pizza-Location, aber... Nein, schaut euch mal hier oben diese... Ist das Schimmel? Schimmel an der Wand? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man in der Pizzeria sehen könnte. Schimmel an den Wänden, oder? Und hier Pizza auf dem Boden. Ja, okay, gut. Und hier, was ist das denn? Ganz viel Tomatensauce. Ja, die Tomatensauce ist wie bei Hänsel und Gretel auf dem Boden und zeigt mir den Weg entlang. Hm. So, hier ist auch schon jetzt zurück. Muss ich zurück? Nein, ich laufe einfach vor. Hier ist der... Oh. Ich glaube, da war jemand im Ofen... der nicht in den Ofen sollte. So, hier ist auch noch eine andere Person, mit der ich jetzt auch mitspiele. Ich drücke auf den roten Knopf, fahre diesen extrem gruseligen Fahrstuhl runter und mal schauen, was mich da unten erwartet, Leute. Doom. Naja, okay, hier steht schon... Wie hat jemand geschafft, da oben das hinzuschreiben? Hm. Während der Fahrt. Und dann auch so clean. Naja. Oi, 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 oi. Was ist das denn hier? Das... Oh, Mann. Das ist hier, das sieht hier sehr, sehr creepy aus. Ich meine, Leute, schaut euch mal, da fliegen irgendwelche so, boah, das sieht eher aus wie ein Häcksler, oder? So, gehen jetzt hier noch so ein paar, ich frage mich jedes Mal, wer legt hier diese Bärenfallen einfach auf den Boden? Ich meine, Bärenfallen, vor allem die großen, ich kann dich sehen. Von wo denn? Sind hier irgendwelche Kameras? Ich glaube, oh, 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 ich glaube, ich muss einfach laufen. Ah, jetzt wird's dunkel, ah, da hinten ist er schon. Der Pizzabäcker, der uns versucht zu jagen. Wieso bin ich so langsam? Was? Was? Ich bin nur den Pizzastücken gefolgt. Disco-Kopfhörer kaufen? Nein, danke. Warum soll ich mir Disco-Kopfhörer kaufen? Okay, ich muss jetzt hier einfach schnell weglaufen. So. Und jetzt... Da vorne ist auch noch... Ich sehe die Schrift von dem anderen Spieler. Und von der anderen Spielerin. So. Oh mein Gott, lauf einfach, lauf doch einfach. Ah, und hier einfach... Was? Schon wieder hat er mich geschnappt? Hä, wieso ist er so schnell? Hm. Aber ich muss sagen, Skateboard kaufen, damit bin ich auf jeden Fall schneller. Mal schauen, was das kostet. 100 Bucks? Auf gar keinen Fall. Okay, so, jetzt muss ich lossprinten. So, ich sprinte jetzt einfach schnell, 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 schnell los. Und eigentlich dürfte er mich jetzt nicht kriegen. Und jetzt. Yes, ich hab's geschafft. Beim dritten Mal. Aber ich muss sagen, erstmal Props an das Spiel, denn man verliert, man gewinnt nicht so schnell. Normalerweise kennt man ja die ganzen... Oh Mann. Was ist da denn jetzt passiert? Was da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Eine Minigun kaufen. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber... Ja, da läuft die einfach an der Wand entlang. Okay. So. Ja, auf jeden Fall Props an das Spiel, denn normalerweise kennt man das ja wie von Barry's Prison Escape oder... Baby's Prison Escape. Was? Baby's Prison Escape? Ja, egal. Irgendwie sowas. Wie konnte die Person plötzlich vor mir sein? Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall kennt man es ja davon, dass man eigentlich ziemlich easy escapen kann. Aber hier war das gerade ein Ticken schwerer. Oh, da ist er schon. Der Papa Pizza Bäcker. Papa Pizza Bäckeria. Bäckeria? Pizzeria? Wow, wow, wow. Jetzt ist er eine Spinne? Hoverboard kaufen. Nein, danke. Moment mal. Wie ist das denn jetzt passiert? Ah, okay, krass. Leute, da steht sogar auf dem Boden. Berühre den Cobweb nicht. Also wahrscheinlich einfach nur berühre die Spinnenweben nicht, weil sonst kommt Papa Pizza. So. Und? Okay, wie soll ich das denn bitte nicht berühren? Wie soll ich das denn bitte nicht berühren? Leute, wie soll ich das denn bitte nicht berühren? Oh, ich muss da runterfallen. Ah, okay, gut. Logisch. Haha. So, okay. Jetzt bin ich hier anscheinend. Was? Was sind das hier für Fallen, Leute? Man darf da... Okay, man darf nicht auf die Platten. Alles klar.
Okay, ich bin direkt auf die Platten gesprungen. Ich habe gedacht, wenn man runter von den Platten fällt, dann schnappt es erst zu. Aber nein, doch nicht. So, okay. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine coole... nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Es ist auf jeden Fall ein cooler Schwierigkeitsgrad. Denn der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall, glaube ich, eher zwischen mittelschwer und leicht schwer. Ist das ein Grad oder ist das. War das einfach nur gerade kompletter Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß nicht. Mittelschwer, gibt's sowas? Mittelschwer und leicht schwer? Es ist leicht schwer und mittelschwer. Doch, hört sie sehr, sehr gut an, oder? Kann man so sagen. Okay, so hier steht ab, ab, ab. Okay, ich muss einfach ab, ab, ab. Und hier bin ich auf jeden Fall wieder in einer ziemlich krassen Kanalisation, die gefühlt eine ganz andere Welt ist. Ich meine, Leute, wenn ihr einfach rausschaut auf die Straße und seht eine Gullideckel, was wird da drunter sein? Ein kleines Rohr, wo Wasser durchfließt? Ja, nicht hier bei den Roblox-Spielen, Leute. Da sind ganze Häuser, ganze Berge, Vulkane. Da ist einfach alles drin. Und Leute, die einen verfolgen. Also, oh nein, jetzt ist er hier schon wieder. Okay, wo ist der? Ah, da. Haha, hier kommt. Was? Der springt sogar auf den Tisch? Okay, das war krass. Da muss ich sagen, das war... Ah! Nein, da hat er mich schon wieder gefangen. Nein, das gibt's doch nicht. Wieso fängt er mich denn immer wieder? Bitte, das Licht geht noch nicht so schnell aus. Ich glaube, ich muss einfach nur rechts lang, oder? Hier. Ich bin mir nicht sicher, wo der Ausgang ist. Ach, da, okay. Was? Ich bin doch schon durchgekommen. Das meinte ich, Leute. Seht ihr? Der kann einen sehr, sehr schnell einfangen. Und ich frage mich, warum soll ich mir einen Dinosaurier kaufen? Was wird mir hier überhaupt angeboten? Einen Dinosaurier zu kaufen für was? Was genau soll ich mit dem tun? Kann ich auf den reiten, damit ich schneller bin? Kann er Papas Pizzeria aufessen? Was genau ist der Vorteil davon? Den Vorteil werde ich wahrscheinlich erst erfahren, wenn ich das kaufe. Was? Wie kann er mich schon wieder so schnell fangen? Warum soll ich Robux ausgeben für einen Haustier-Doggo? Von wo kommt er? Von da kommt er. Jetzt habe ich ihn abgehängt. So, endlich kann ich hier durch die Kanalisation... durch das Lüftungsrohr, meinte ich natürlich. Oh, man kann hier wieder so tausend Equipment-Sachen kaufen, die wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Und die eigentlich ziemlich unnötig sind, weil man das ja auch gar nicht so wirklich braucht. So. Okay, hier. Das ist komplett random, dass man hier irgendwas berührt, was eigentlich gar nicht... So. Was? Nein! Naja, okay, gut. Also auf jeden Fall ist das hier... Das meinte ich halt, Leute. Wer hat diese Laser-Dinge aufgebaut? War das hier der... Hat er hier SpongeBob? Nee, hat... Wow. Hat er hier wie Mr. Krabs hier so eine Geheimzutat? Und dass er hier so ganz viele Fallen aufbaut? Oder was ist hier los? Finden Sie die... Crowbar? Was ist denn die Crowbar? Ach, hier. Das war ja sehr leicht zu finden. Ich meine, hier hängen ein paar Skelette. Und, aha, okay. Ach so ein Stämmer, wie heißt das nochmal? Ein Brecheisen. Okay, und yes, ich bin im Fahrstuhl. Habe ich jetzt endlich geschafft. So. Jetzt kann ich hier hochfahren. Und bin gespannt, ob ich es jetzt geschafft habe. Ich meine, ich frage mich die ganze Zeit, ich bin reingelaufen, wieso bin ich nicht einfach aus der Tür wieder rausgelaufen? Naja, ja, okay, gut. Ich wollte, glaube ich, einfach eine Pizza haben. Ja, okay, eigentlich hätte ich da auch direkt wieder rauslaufen sollen, weil ich meine, schimmernden Wänden in der Pizzeria. Kein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn ich... Also mehr als einen halben Stern kann er doch nicht haben, oder? So. Uiuiuiuiui. Ah, das war zu... Oh, das war... Aber habt ihr das gerade gesehen? Starboost kaufen. Ey, das ist das erste Item, was mir vernünftig angezeigt wurde. Was auch ein bisschen Sinn macht. Ein Booster. Starboost. Uff. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Und. Yes. Küchen. Hier sind mehrere Küchen. Okay. Leute, das ist schon echt krass hier. Das sieht hier echt aus wie einfach bei Barry's Prison Escape. Was ist das denn? Möchtest du kaufen eine Haustierriese? Naja. Und jetzt... Ja, okay, gut. Wenigstens habe ich jetzt hier die Ebene einfach so geschafft. Und jetzt, was muss ich hier machen? Aha, okay. Macht Sinn. Oh nein.
Okay, das ist hier. Leute, ihr müsst hier hüpfen, damit ihr schneller nach vorne kommt. Boah, das ist, also ich muss sagen, das hier ist mega schwer. Ah! Nein, 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 nein. Boah, das war gerade echt. Boah, ich hab's geschafft. Also das fand ich cool gerade. Das war eine coole Ebene. So, okay. Hopp auf. Leute, ich könnte mir nicht sagen, egal in welcher Situation man ist, man geht doch nicht freiwillig in so einen kleinen Gefängniskerker, der in der Luft schwebt, aus Metallketten, oder? So, jetzt geht er auch noch zu und ich hüpfe einfach rein. Hoffentlich geht er unten wieder auf. Und hoffentlich ist das nicht einfach eine Falle. Nein, da unten ist Lava. Da unten ist Lava. Das heißt, was? Wie kann das denn sein? Ich bin vorhin mit dem Aufzug hochgefahren. Dann bin ich wieder runtergefahren. Jetzt gerade. Und zweimal ist Lava da. Das ist ja hier wie zur Reise im Mittelpunkt der Erde, Leute. So, und ganz ehrlich, also da unten will ich nicht reinfallen. Und hier ist die, oh, da unten ist die Leiter. Nein, ey. Spring da endlich. Yes, so geht das. Nice. Und jetzt, es geht die ganze Zeit hoch. Das ist dieser Weg. Wird kein leichter sein, Leute. Nein. Okay. Und was? Ich kann doch gar nicht höher springen. Ah, ich habe eine Idee. Leute, ich habe es geschafft. Leute, Tipp, ein Pro-Tipp an euch. Springt auf das Geländer und dann da drauf. Dann schafft ihr das. Sonst schafft ihr das nicht. Oder? Vielleicht schafft man es doch. Ich weiß es nicht. Nein. Nein, 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 einen Doppelsprung kaufen. Sind wir bei Rage Runner? Auf gar keinen Fall kaufe ich einen Doppelsprung. So. Aber ich probiere es jetzt nochmal hier aus, ob ich das nochmal schaffe. Ohne aufs Geländer zu springen. Nein, geht nicht. Macht das nicht. Macht das nicht. Dann verliert ihr. Macht das nicht. So, auf das Geländer. Und dann Sprung, Sprung, Sprung. Gehen, gehen, gehen. Sprung, Sprung, Sprung. Sprung, Sprung, yes, und Ausgang. Und natürlich die Treppen hoch. Dann haben wir schon den Ausgang gefunden. Und run home. Wenn ich wüsste, wo ich, wo mein Zuhause ist. Leute, schaut mal, ich bin da, ich bin hier reingegangen, um da wieder rauszukommen. Soll das ein Witz sein? Naja, run home. Okay, anscheinend muss ich jetzt nur noch... Ja, genau. Jetzt muss ich nur noch durch diesen creepy Wald laufen, den ich niemals freiwillig betreten würde. Da hinten kommt hier wieder Papas Pizza Pizzeria an. Nein, und er ist natürlich wieder viel zu schnell. Und... Ja, genau. Aber ich habe zumindest den Weg gefunden. Das heißt, Leute, ihr werdet gleich sehen, ich werde hier den Sieg nach Hause holen. So, okay. Und jetzt lauf. Lauf einfach so schnell du kannst. Lauf nur geradeaus, weil von rechts kommt er dann. Und dann, da ist er. Okay, ich habe das Gefühl, wenn man nur geradeaus läuft, dann wird man einen Ticken schneller. Weil wenn man schräg läuft, so wie jetzt hier, dann, aha, aha. Nein, was? Was? Okay, Leute, ich habe einen Trick herausgefunden. Ihr könnt auf jeden Fall, nee, ich laufe doch nicht daher, oder? Ich probiere es mal aus. Wenn man schräg läuft, dann ist man langsamer. Das heißt, wenn man geradeaus läuft, dann ist man einen Ticken schneller. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich laufe ihm jetzt einmal in die Arme, auf gar keinen Fall. Also nur mit der Maus die Kamera bewegen und dann... Was? Der war doch 2 Meter hinter mir. So, was gibt's denn hier? Ich laufe jetzt einfach hier entlang. Da muss er jetzt mal komplett durch den Wald. Der findet mich eh nicht. Ich bin einfach ein Genie. Gerade, gerade, geradeaus laufen und... Da oben. Yes! Ich hab's geschafft. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Jetzt muss ich noch über so einen komischen Spielplatz. Ja, also auf jeden Fall, ich hab's hier geschafft, Leute. Das ist, glaube ich, das Ende. Und ich wette mit euch, wenn ich hier durch das Portal gehe, dann weiß ich schon, was passiert. Ich werde in eine komplett andere Dimension gebeamt, wo ich dann was ganz anderes bekomme. Auf einer ganz anderen Map bin. Ein ganz anderes Spiel. Auf einmal heißt es dann, auf einmal bin ich bei Cheese Escape. Naja, würde sich ja mal gut anbieten. Und ich bin gespannt. Great School Breakout. Da bin ich jetzt gelandet. Nicht bei der Dings. Okay, Leute. Ich bin jetzt plötzlich in der Schule. Der nächste Albtraum. Der erste Albtraum war ja in einer schimmligen Pizzabude. Jetzt bin ich in einer schimmligen Schule. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich hier aus der Schule entkomme, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.